Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 212 sind wir unterwegs in Windhelm auf dem Weg zu Yorlife. Dem müssen wir berichten, dass wir den Drachen erlegt haben. Hey! Haben wir ganz alleine gemacht natürlich, ohne die Hilfe von irgendwelchen anderen Kreaturen wie Riesen oder so. Wir waren gar nicht daran beteiligt. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißel auf starke Hand. Was ist denn gerade Quest aktuell? Das will ich nicht, das will ich. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? So, wo ist denn der Alodri jetzt? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß na denn? Sie alle sind hallo, der Drache von Knochenspitze ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Dankeschön. Der Rest interessiert mich nicht. Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich da draußen. Saß da nicht gerade noch ein Jahr? Botschaft. Meint ihr nicht? Was sind der Olle? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen. Nur Dummköpfe oder Helden nähern sich einem Jarl ungefragt. Kenne ich euch? Ja klar, ich war ein Helden. Ah, ja. Für den Richtblock bestimmt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Ralof bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Ralof lebt? Ich hoffe, das stimmt. Er ist ein verdammt guter Mann. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt, also muss ich auf seinen Bericht warten. Sprecht derweil mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Ich sage, ihr erledigt ah, er meint, dass wir so wie es mit König Diebesgilde Torrik getan habt. Könnten wir da rausgehen und dann bei ihnen mitmachen, bei den Sturmmänteln oder so? Weiß ich wen nicht. Auch immer wir an ihre Stelle sind, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn Langbogen. Ihr niemand braucht Langbogen. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen nächste kaiserliche den also Galmar, lass uns mal hier das Gespräch unterbrechen. Ulfric hat uns da eine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will eine Katze für Himmelsrang kämpfen? In Himmelsrand leben nicht nur Nord. Mag sein. Aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich hier. Ich möchte mich euch anschließen. Was? Warte mal. Oh, okay, ich möchte anscheinend doch nicht. Mein Engel auf der rechten Schulter sagt gerade, stopp. Wollen wir das machen? Weiß ich nicht. Nicht? Einfach den Sturmmänteln anschließen? Keine Ahnung. Okay, dann nicht. Wir denken nochmal drüber nach, Galmar. Ihr nehmt also nur Nord auf? Ihr versteht mich falsch. Ich lehne euch nicht ab. Ich will nur eure Beweggründe verstehen. Wir suchen keine Söldner. Die Sturmmäntel brauchen überzeugte Männer und Frauen, die für unsere Sache kämpfen und bereit sind, dafür zu sterben. Na gut, ich weiß noch nicht, ob wir Kaiserreich oder Sturmmäntel werden wollen. Wie sieht denn die Karte aus? Das Volk steht hinter euch. Kaiserreich ist ich rot, ne? Dass viele noch nicht Kaiserreich ist mehr. Da haben wir bessere Chancen auf Sieg. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Na gut, okay. Wir wollen uns anscheinend noch nicht entscheiden. Wir kennen den dann können wir hier aber auch nicht Tane werden, denke ich mal, oder? Wahrscheinlich, ja. Immer noch ab. Was gibt es in na gut, ich gehe nochmal ins Gasthaus und höre mich nochmal da um, ob es da etwas zu tun gibt. Und wenn wir nichts finden, dann... keine Ahnung. Kannst du nochmal gucken, wenn du willst. Und sonst würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Hui. Weiter meinst du, wir gehen aus der Stadt raus und machen dann was anderes? Ja, genau. Ja. Würde ich dann vorschlagen. Na, du Besowski?
Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Okay, mit dir haben wir schon geredet. Aus den Augen. Jo. Aha. Torbjörn Schmetterschild. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Trauert eure Ehefrau? Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Ich konnte meine Tage mit starkem Met stemmen, aber meine Tova findet einfach keinen Frieden. Ich suche nach einem Amulett von Arkai, das meine Frau daran erinnern soll, dass unser Kind jetzt bei den Göttern ist. Aber ich finde keines. Wenn ich was finde, bringe ich es für euch. Ich danke euch. Bringe ein Amulett von Arkai. Wir haben ein Amulett von Arkai, oder? Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Bestimmt. So, Viola, für die haben wir doch schon mal was gemacht. Die redet auch nicht mit uns. Hier vielleicht? Oh. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Oh, lecker. Ich suche allerdings nach Arbeit. Wisst ihr da etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Riesen in Dunstklippenlager. Oh, das klingt doch wieder ein bisschen spannender. Und du dachtest, jetzt kommt wieder ein Banditenlager. Ja, das dachte ich in der Tat. Jo, hier ist niemand. Lass die Tränke jetzt mal da stehen. Hallo, na, du hast doch nichts zu tun. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Oh, hast du Calixus Stimme geerbt? Wollt ihr es nicht zumindest versuchen? Man kann nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Man braucht auch ein bisschen Kleinzeug. Wenn ich Holz hacke, stelle ich mir immer vor, dass ich den Kopf eines kaiserlichen Soldaten vor mir auf dem Hackklotz liegen habe. Der ist jetzt echt aufgestanden, um uns sowas zu erzählen. Ja? Ja. Nun gut. Wer rennt hier gerade hoch? Captain Einsamsturm, den hatten wir auch schon mal, ne? Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Die Leute reden über Morde. Ja, wirklich eine Schande. Anscheinend treibt sich hier in Windhelm ein Mörder herum. Meines Wissens nach hat er bisher 3 Opfer gefordert. Doch vielleicht gibt es noch mehr, die noch nicht gefunden worden sind. Und alles hübsche junge Fräulein. Hoffentlich erwischen die Wachen diesen Wahnsinnigen bald und machen ihn mit der Henkersaxt bekannt. Ja, okay. Captain Einsamsturm hat noch nicht die neueste Zeitung gelesen. Geh mal aus dem Weg jetzt, du Blödmann. Assi. Was ein Assi, ich werd bekloppt. So, kannst du bitte aufhören? Ihr braucht etwas? Nee, das also haben wir schon mal gemacht. Die hat nichts für uns. Jo, was bist du? Jora. Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Nee, will ich nicht. Arkais Segen sei mit euch. Du bist der Schriftsteller, ne? Ich bin von Beruf Schriftsteller. Nicht, dass die Leute in Himmelsrand viel lesen würden. Was schreibt ihr denn? Ich schreibe Dramen, mein Freund. Die Legenden und die Geschichte von Himmelsrand als spannende Anregung. Der arme Girogemann in der Bardenakademie wartet nun schon seit Wochen auf mein letztes Werk namens Olaf und der Drache. Auf den Straßen herrscht das Chaos. Ich werde das Buch für euch überbringen. Seid ihr sicher? Fragt nach einem Trinkgeld, wenn ihr Giraud seht. Wenn er das gelesen hat, ist er sicherlich in guter Stimmung. Möget ihr euch in den Seiten eines guten Buchs verlieren? Alles klar, da haben wir doch jetzt einiges zu tun. Boah, die soll mal die Klappe halten, ey. Also ein Riesen töten, ein Buch überbringen und was war noch? Amulett von Arkai. Amulett von Arkai, genau. Wo ist denn der Riese? Ah. Der hat uns ja schon mal angegriffen. Irgendwie soll ich das mal riskieren? Ich würde es glatt mal riskieren. Hab ich jetzt Bock drauf. Meinst du, das schaffen wir? Ja, klar. Easy going. Wir haben ja 50 Heiltränke dabei.
Wir können ja mal vorsichtig mit dem Dolch anticken und dann gucken, ob ihn das überhaupt juckt oder nicht. Hui. Schleichen uns ganz vorsichtig an. Wollen nicht gesehen werden. Mammut. Psst, verrate uns nicht, okay? Du sollst, wären wir nicht da. Junge. Wie kann der uns sehen, ey? Unglaublich. Das ist er? Nee, das ist er nicht, ne? Doch, das ist er. Hat er uns schon gesehen? Nee, ne? Einmal kurz speichern. Da ist auch noch eine Truhe. Oh, der hat noch Damage vom Drachen. Nein, ich stecke fest, ich komme hier nicht mehr raus. So, drei. Jo, jo. Oh geil, Vulkanglaspfeile. Nice. Das braucht er eh nicht mehr, wenn er gleich tot ist. Okay, nochmal schnell saven. Ich kann nicht oft genug speichern. Und dann hauen wir einmal auf seine linke Hand. Alter, das hat ihn getötet. Wow. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, da liegen wir. Ein Khajiit, einfach so. Mhm. Hier ist noch Käse. Oh. Das war nur das Mammut, was uns gesehen hat, oder? Ja. Krass, wieso liegt hier ein toter Khajiit rum? Und wo ist der zweite Riese? Kein Pferd mehr auf dem Grill, das ist ein Wolf geworden. Ah ne, beides, okay. Wo ist denn der zweite Riese? Weiß man nicht, ne? Mammut. Boah, soll ich das auch mal andolchen? Okay. Düdüm, düdüm. Nur ganz kurz anticken. Okay. Hat uns leider entdeckt. Naja, gut. Ab und zu muss man das mal ausprobieren. Muss ich einmal kurz entkommen und dann können wir den Quest abschließen. Oder den nächsten noch machen. Was war der andere? Amulett von Arkai. Sollen wir noch eins abholen? Das können wir in der Folgenpause machen, oder? Das dauert ja ewig, das zu finden wahrscheinlich. Ja, gute Idee. Und dann war... Was war das andere nochmal? Ich hab wieder vergessen. Das Buch überbringen. Ja. Wo muss das denn hin? Hier oben? Boah, geil. Ja, das wird bestimmt markiert dann. Schauen wir mal. Nee. Also, das Buch zu Giro bringen. Und Giro ist in Windhelm? Nee. In der Bardenakademie. Wo ist die denn? In Einsamkeit? Ja, in Einsamkeit ungefähr. Hm. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir können in der Folgenpause nochmal das Amulett einsammeln von Arkai und sieht irgendwie cool aus hier, die Aussicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Machen das mit dem Buch noch und dann... Ja, weiß ich nicht. Dann kannst du dir aussuchen, was du als nächstes machen möchtest, Timo. Alles klar.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Ciao. Tschüss.